Da müssen wir hin. Der Weg ist mit einer blauen Plane abgesperrt. Es ist kein Durchgang möglich. Wie, kannst du auch den Rest sagen, wenn du schon Hey sagst? Egal. Hey, es wurde angeblich jemand aufgefressen. War cool. Ja, sieht man hier. Voll der Menschenauflauf, alles voller Kannibalen. Von einem wilden Tier jetzt, oder wie? Ich habe durch einen Spalt geguckt, du Spanner. Da ist alles voll mit Blut. Das muss ich sofort posten, das gibt krass viele Likes. Ja, genau. Scheint etwas vorgefallen zu sein. Ein gefundenes Fressen für die Schaulustigen und für die Kannibalen. Ja. Ach so, ich soll zurück, okay. Ja, ich weiß viel mehr. Stimmt schon. Oh, hi. Hi. My brother came back, but he needed to take a call or something. Walked off somewhere. Then Tao got a message too. She went looking for somewhere quiet to try calling back. Sie wollte in die stille Ecke gehen. Lernt sie gerade bei der Supernanny, oder was ist mit der los? Was soll's? Would you mind checking up on my brother? Ich würde lieber nach Tau I sehen. know he's always looking after me, but I get worried about him too. Was sein muss. Ja, mache ich gern. Komm, was soll's. Thanks. I'll just wait here in case Tao comes back. Ja, hoffen wir mal, dass sie zurückkommt. Hui. Ach so, ah, weitergehen, okay. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Ja, komm, warum nicht? Oh, wir können ja hier viele Speicherslots nutzen. 20, so wie das aussieht. Jo. Okay, und alles klar. Ja, wir sind Nummer 1. Name ist Skypure. Gut, das passt doch. Vergiss den Nachnamen. Location, Shinichi Bahnhof. Okay, Schwierigkeitsgrad entspannt. Ja, mit der Übersetzung haben sie ein bisschen sparsam agiert. Alles klar. Beenden. Juhu, wir können uns wieder so toll fortbewegen. Yuzuru scheint nicht hier entlang gekommen zu sein. Ich kann mich nicht umschauen. Da hinten rechts ist noch so ein grüner Punkt. Wie komme ich denn da hin? Mit dem haben wir schon gesprochen. Der sagt wieder was Neues. Ups. Ja, das hatte ich auch schon mal gesagt. Der zurück zur Schule? Scheint, nee. Nicht hier, okay. Also nur noch da oben. Was ist mit ihm schon wieder? Ich habe jemanden in den Tunnelläufen sehen. Ein Oberschüler mit einer Brille. Ah, das ist er doch. Wirklich unheimlich, dieser düstere Tunnel. Alles klar. Er steht nicht so auf düstere Tunnel. Merkwürdiger Typ. Okay, zwei Striche warten auf uns. So word on the street is a bunch of monsters have been seen hanging around. Monster! Warum auch immer das so groß geschrieben ist. Oh Gott, was hat er denn für einen irren Blick drauf? Voll der Psycho. Ishiro da sei oder so. So geht es mir aber auch oft, wenn ich in irgendeinen Keller gehe. Zu einer niedrigen Deckenhöhe. Wir sind voll begeistert. All right. Enough screwing around. Let's go even deeper, yeah? Ja, immer weit rein in den dunklen Tunnel, das ist gut. So mögen wir das. Na, da ist er doch. Bleib mal locker, Typ. Frisst er ihn jetzt auch auf? Ist er der Kannibale? Ich will nicht gefressen werden.
Würden wir wenigstens eine Ritterrüstung oder so tragen, dann wären wir Dosenfutter. Aber so ist das doch doof. Mann, wenn das immer so lange lädt, muss ich die Ladebildschirme echt rausschneiden. Das macht wenig Spaß. Alter, lädt das lange. Oh, das fehlende Intro, wie es aussieht. Reducing them to mere demons. The fruit of knowledge was secreted away in a paradise of his own creation. Das heißt, die Dämonen, die man rekrutiert, sind Götter gewesen. Cool. One day, a serpent sought out the mortals, seeking to tempt them into doing his will. Eine Schlange, die Versuchung führt, dass man nicht zweideutig wird. Ach, die Frucht im Garten hier. Das ist ja ganz schön biblisch. Oblivious to the serpent's machinations, the mortals of each realm ate the fruit. Und wurden dann aus Garten Eden geworfen, ja. Genau. Alle raus. Menschenähnlich wie ein Gott. When the god of law saw this, he banished all humanity from his paradise in a fit of rage. Ja, sag ich ja, alle raus aus dem Garten. So viel zur Story ist frei erfunden und so, ne? You curious creatures infused with precious knowledge. Know that you are observed by countless demons. Waiting for their chance to strike. Aber wir haben es ja gehört, alle Parallelen sind reiner Zufall. Jetzt liegen wir da. Mal ehrlich, können wir nicht die Frisur wenigstens in Langhaar ändern? Und für eine Frau hat er echt überhaupt gar keine weiblichen Rundungen. Wieso ist das Gesicht Frau, die Frisur und der Körper Mann? Das muss doch nicht sein. Und wer ist Gur? Die Guano Apes oder was? ,50 Meter ist das nur hoch? Alter Schwede, dann sind wir ja nur 1,40. Was ist denn das für ein komischer Engel? So. Okay. Entführung oder was? Remain calm and keep still. You will be safe momentarily. Bleib ruhig und beweg dich nicht, ja. Gleich ist es vorbei. Ja, Entführung. Ja, der hat ja riesen Glück, dass er von dem Engel aufgelesen wurde. Also dem Engel würde ich jetzt nicht unbedingt meine Kreditkartennummer anvertrauen, mal ehrlich. Wir sind so extrem klein, wenn das nur 1,50 sind, dann sind wir, wenn überhaupt, 1,40. Okay, jetzt denken wir uns, okay, scheiße, die Bahn ist weg, fährt sowieso nicht mehr, das Leben ist sinnlos. Oh. Oder wie? Na gut, steige ich halt auf E-Auto um. Oh, weiter geht's. Keine Ahnung. Wo kommt die Wüste her?
Wohin du auch blickst, überall dieselbe vom Land überzogene Landschaft. Dies ist kein Traum. Okay. Mangels jeder Alternative beschließt du, die Flucht nach vorn zu wagen. Darf ich bestimmen, wo vorne ist? Vielleicht da? Untersuchen. Der Tunnel ist zusammengebrochen und vom Sand verweht. Wo ist der denn zusammengebrochen, mal ernsthaft jetzt? Seht ihr was anderes als ich sehe, oder? Der ist doch nicht zusammengebrochen. Kann man doch lang gehen. Vor allem mit unserer Größe. Na, ja, was soll's. Na. Echt? Man kann hier nicht sprinten, man kann hier nicht schneller laufen. Oh Gott. Wir müssen jetzt doch nicht wirklich bis da hinten hintrotten. Kann da nicht vorher schon irgendwie eine Szene kommen? Da kommt doch bestimmt eine Szene. Das wird nicht ewig so weitergehen, dass wir so lang laufen. Ist ja grauenhaft. Man kann nicht sprinten. Okay, wir retten uns in den Ladebalken. Habe ich jetzt echt gedacht. Langwierigen Sprinten geflohen. Die Rettung der Ladebalken. Ja. Hübsches Ding. Oder auch nicht. Eher nicht. Mit seinem komischen Spieß da, seinem Dreizack. Ich sehe gar keinen Käse und gar keine Weintraube, die er damit aufspießen könnte. Ziel gesichtet. Oh, Ziel erwischt, so wie das aussieht. Ziel eliminiert. Oder Ziel vergrößert. Was ist er denn? Young man, if you wish to live, take my hand. Taken wir oder taken wir nicht? Hand ergreifen, nicken. Nee, wir sind doch kein Nicker. Hand ergreifen. Geil, wir werden zum Power Ranger. Ist das stark oder was? Moment, der Typ hat uns junger Mann genannt. Also sind wir ein Mann mit einem Frauengesicht? Aber jetzt spielen wir doch eine Frau. Das ist doch eindeutig eine Frau. Jetzt hat sie sogar lange Haare. Okay. Das war die Macht von Star Wars oder ein kleines Kamehameha, ich weiß nicht genau. Es waren auf jeden Fall wir. Das ist auf jeden Fall eine Frau, definitiv. So, the Nahubino make themselves known again after all this time. Knowledge and life have remained separate until now. Perhaps the future is secured. Light or dark, you may chase whatever you please. I shall await you in the realm beyond the earth and heavens. Jo, bis dann. Then, may your newfound power guide your survival. Ja, schaffe ich schon irgendwie. Den anderen haben wir ja gewonnen, also. Ich meine ja nur. Was ist Harf? Männerstimme. Wieso nennt er uns denn schon wieder junger Mann? Guck doch mal, jetzt haben wir sogar Brüste. Ernsthaft. Ja, ich kann nicht hören. Nahabino. Ist das der Bruder vom Albino oder so? Nahabinos sind blau? Ich weiß nicht. Okay, das heißt, wir sind Rain und er ist Pinky. Verstehe. Okay. Die Action-Symbole. Nicht Aktionssymbole oder so? Nee, Action-Symbole, alles klar. Am oberen Rand des Spielbildschirms werden Action-Symbole angezeigt, die als Grundlage für den Ablauf des Gefechts dienen. Okay. Oben, am oberen Bildschirmrand, ich sehe da gar nichts. Ich sehe links Half und ich sehe rechts eine 1.
Oh, Action. Warum denn nicht oben rechts? Ernsthaft. Durch das Ausführen einer Aktion, jetzt ist es auf einmal eine Aktion, keine Action, wird eines dieser Symbole aufgebraucht. Wähle die Option Skills aus und entscheide dich dann für eine Action. Aktion. Okay, Skills. Wir haben Items, wir haben Guard, Talk, Change, Escape, Pass. Ja, wir können gerade nur Skills wählen, wie wir sehen. Skills. Bist du am Zuge, so kannst du durch Auswahl der Option Skills verschiedene Techniken zum Angriff, zur Heilung und mehr wählen. Einfache Angriffe verbrauchen keine MP. Zum Ausführen anderer Aktionen sind MP erforderlich. Prüfe also die Kampflage gut und wähle die jeweils passende Strategie. Okay, mal schauen. Wir haben Angriff. Physischer Schaden bei 1 Gegner. Warum nicht bei einem Gegner? Warum muss das 1 Gegner sein? Egal. Leichter erschreckt Elektroschaden bei 1 Gegner. Ja. Verbraucht 10 MP. Wie viel haben wir da rechts sehen? Bis 68. Okay, also etwas mehr als ein Siebtel wird verbraucht. Was für ein Ding? Kritisch. Alle Angriffe, auch magische, von allen Mitstreitern richten eine Runde lang kritischen Schaden an. Okay, das heißt, solange wir noch keine Mitstreiter haben, ist diese Fähigkeit der Wahnsinn schlechthin. Wir machen das, damit beginnt wahrscheinlich auch direkt die Runde. Sobald wir wieder dran sind, ist die Runde vorbei und wir kritten nicht mehr. Das ist genial. Okay, wir machen mal einen Angriff, oder? Daimon. Wieso? Kein Dämon? Wir können nichts hin und her wechseln. Ich kann nicht mal B drücken, um zurückzukommen. Wieso nicht? Wenn ich jetzt mich verdrückt hätte... Y ist Status. Kann ich auch nicht. Ich kann nur noch A bestätigen. Ich drücke alles an und... Nee, geht nichts. Gar nichts. Nicht mal Minus, Plus. Okay, wir müssen angreifen. 16 Schaden haben wir gemacht. Und er macht 10. Immerhin machen wir schon mal mehr. Das ist ja gut. Resistenzen und Schwächen. Jeder Dämon ist gegen bestimmte Elemente resistent und gegen andere schwach. Attackierst du die Schwachpunkte eines Dämons, erleidet dieser höheren Schaden und ein Action-Symbol beginnt zu blinken. Wo denn? Ja, wenigstens werden wir dann wohl die richtigen Action-Symbole sehen, wenn sie blinken. Dies bedeutet, dass du eine extra Aktion, ach Gott, könnt ihr nicht bei 1 bleiben, Action oder Aktion, verdient hast. Greife daher die Schwächen deiner Gegner an, um das Schlachtenglück stets zu deinem Vorteil zu wenden. Ja, wir wenden wie ein Pfannkuchen, verstehe. Riechen. Und was ist das da unter der 1? Wo steht Player Turn? Magatsui. Wir machen Skills. Wir mussten eben sogar Angriff machen. Jetzt können wir Zio machen. Leichter Elektroschaden. Boom. So, blinkt jetzt gleich irgendwas? Ist weak, ja, okay. Ja, jetzt sieht man es da oben blinken, alles klar, dieser komische vierzackige Stern. Gewinn und Verlust von Action-Symbolen. Ein leuchtendes Action-Symbol steht für eine zusätzliche Aktion. Das Attackieren von gegnerischen Schwachpunkten gewährt dir im Kampf zusätzliche Aktionen. Fehlangriffe oder das Attackieren von Immunitäten kosten dich mehr Symbole als normal. Das ist ja doof. Fehlangriffe? Das will ich nicht. Diese Regeln gelten auch für deine Gegner. Schütze also deine Schwächen und nutze die des Gegners bei jeder Gelegenheit aus. Läuft. Skills. Dann machen wir... Wir donnern ihn weg. Uah. Frau mit Männerstimme. Läuft. Oh, das Schwert ist cool.